Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, die Party geht jetzt so richtig los. Heute sind super viele Adventskalender bei mir eingetroffen, die jetzt nach und nach vorgestellt werden. Und heute habe ich diesen Was Frau so braucht, Franzis Adventskalender. Und da gibt es auch noch die Männervariante von, die werde ich euch auch noch vorstellen. Aber wir schauen jetzt erstmal in diese Schätzelein hinein. 29,99 kostet der. Ich habe den bei Weltbild gefunden und es ist... Mal gucken, wie das so wird. Ne? Also die letzten Jahre war teilweise echt Big Ben-Kram drin, teilweise waren auch wirklich okay Sachen drin. Ich würde sagen, nicht lang schnacken, wir gucken mal hinein. Also schön gestaltet ist ja definitiv, das ist ja jedes Jahr auf neu das Gleiche. Ne? Also wir haben hier so einen Aubergine-Ton, so ein bisschen bräunlich auch und dann dieses Rosa mit dabei. Ist schon ganz cool und hier stand auch irgendwie mit dabei, dass wenn Gutscheine und E-Books drin sind, dass die ab dem 1.11. bis zum 28.02. dann gültig sind. Ach, guck mal, hier steht sogar was drin. Weil Schönheitsschlaf einfach sein muss. Ein Traum! Ja, kann man selbstverständlich auch gerne zweckentfremden, wenn man möchte. Eine Schlafmaske kann man gebrauchen. Es ist ganz niedlich gestaltet, fühlt sich ein bisschen an wie so, ja, Frotti, Waschlappenstoff, ne? Ist okay. Weiter geht es hier oben mit der Nummer 2. Ja, das ist ein Adventskalender, da bräuchte ich eigentlich diese Nagelfeile zum Öffnen für das richtige Maß. Irgendwie kommt mir dieser Inhalt auch nicht ganz so fremd vor. Ich weiß nicht, ob es ähnlich ist, Gesundheitssemi oder Mahlzeit. Zum letzten Mal, ja, das ist ein Maßband. Kann man theoretisch auch immer ganz gut gebrauchen. Ne? Kann man gebrauchen. Also es sind hier ja sowohl ernst gemeinte als auch Augenzwinker-Gadgets mit am Start. Ist okay. Selbstverständlich auch mit dabei ist hier die Nummer 3. Wer schön sein will, muss feilen. Eine Nagelfeile. Also Preise blende ich euch hierzu, glaube ich, nicht ein, oder? Brauchen wir dazu Preise? Es sind halt im Prinzip eher so Euro-Artikel oder Cent-Artikel. Es geht halt mehr so darum, dass man jeden Tag was zum Auspacken hat. Ja, eine Nagelfeile. Fühlt sich okay an. Hier ist die Nummer 4 und die ist winzig klein. Ja, ich gebe jetzt mittlerweile auf, das wieder auf Erwin zurückzustellen. Okay, falls Sie mal nicht das passende Kleingeld haben, das ist gar nicht so schlecht. Hier sind Einkaufs-Euro-Chips drin. Das kann man wirklich gut gebrauchen. Also letztens, als Schatzi und ich bei Thum waren, hatten wir kein Euro parat und haben uns dann quasi vom Thum die geben lassen. Und ja, deswegen ist okay, ist ganz schön. Kommen wir zum Tag vor Nikolaus. Das ist hier die Nummer 5. Sammy liegt auf meinem Fuß. Das ist super. Damit sie beim Lesen wieder den Anschluss finden, das hatten wir letztes Jahr safe mit drin. Das ist nämlich so ein magnetisches Lesezeichen, finde ich schön. Also ich verwende sowas tatsächlich und es passt, ist praktisch. Ne? So, Nikolaus, der 6. Dezember. Nicht nur zum Polieren der Brille geeignet. Ja, das ist halt so ein Brillenputztuch. Ist auch ein schönes Ding. Also ich bin ja Brillenträgerin, ich brauche sowas wohl, deswegen macht es auf jeden Fall Sinn. Kannst du auch verwenden für Spiegel oder für was auch immer. Ist ein gutes Produkt, doch, kann man machen. Hier haben wir die Nummer 7. Ein Geduldsspiel. Ja, auch das, ne, hatten wir letztes Jahr, glaube ich, relativ ähnlich mit drin. Also inhaltstechnisch ist da jetzt nicht so die ultimative Variation am Start. So. Jetzt kommen wir zu 8. Die darf machen, dass es kracht. Das darf sich einfach reimen. Und Sammy hat da Geburtstag. Dementsprechend ist das ein wichtiges Kläppchen. Es ist auch sehr, sehr groß. Ach, cool. Ein bisschen Licht für die dunkle Jahreszeit. Das finde ich ja cool. Das ist so eine Taschenlampe mit USB-Anschluss. Kannst du ans Handy... Nee, ans Handy kannst du kein USB anschließen. An einen Laptop. Oder eine Steckdose, wo du USB dran hast oder so. Das ist gar nicht so verkehrt, ne? Kann man machen. Oder, ja genau, an den Laptop. Und wenn man dann irgendwie nachts noch irgendwie was am Schreiben ist, wie ich zum Beispiel. Ich bin aktuell dabei, ja, ein kleines Secret, Leute, mein drittes Buch zu schreiben. Macht das auf jeden Fall Sinn, dass man dann so die Tastatur beleuchtet hat, ne? Dann kann man so vor sich hin schreiben. Ist schön. Worüber dürfen wir uns wohl in der Nummer 9 freuen? Ob Augenbrauen... Kann ich nicht mehr lesen oder weiß ich nicht. Diese Pinzette greift alles. Ja, weil das ist natürlich blöd gemacht, ne? Das ist einfach hier die Aussparung, die hier einfach mit weg ist. Ja, ist eine Pinzette. Die kann man auch ganz gut gebrauchen. Über Pinzetten in Adventskalendern beschwere ich mich jetzt ja mittlerweile nicht mehr. Wobei die sich jetzt auch sehr, sehr günstig angefühlt hat. Sehr leicht.
In der Nummer 10 darf es nun mit einer Taschenlampe weitergehen. Die Rettung nicht nur bei Stromausfall. Ich meine, dass wir die letztes Jahr aber auch drin hatten. Aber ich weiß nicht, ob das dann im Männer-Adventskalender war oder in dem Frauen-Adventskalender. Kann man auch wiederum gut gebrauchen. Also es sind schon Tools, wo ich sage, kann man gebrauchen. Ne? Kann man machen, ist ganz witzig und es soll ja auch alles irgendwie humorvoll und vielleicht auch ein bisschen nützlich sein. Kommen wir zur ersten Schnapszahl, die Nummer 11. Die habe ich hier. Einfach EC oder Kreditkarte einschieben und Sie sind sicher unterwegs. Das habe ich auch schon öfters mal woanders. Upsala. Tschüss. Schenke ich dir, Sammy? Nein, habe ich mir wieder ergattet. Das ist so ein Ding, da kannst du dann halt deine Karten reinpacken, wo du halt diese RFID-Chips auch mit drin hast, sodass dann nicht irgendwie ein Fremder hingehen kann und das dann auslesen kann. Ist okay, ne? Kann man auf jeden Fall auch wiederum gebrauchen. So, Halbzeit. Die Nummer 12 habe ich hier unten. Hier haben wir einen E-Book-Gutschein, die Frauen von Claire Valley. Und da muss man halt darauf achten, dass dieser Gutschein dann nur bis zum 11., bis zum 28.02. halt gültig ist. Ne? Ja, ob man das jetzt möchte, weiß ich nicht. Monica McInery, die Frauen von Claire Valley. Süß. Ja, ich bin halt eher so der klassische, ich möchte ein Buch in der Hand haben, Mensch. Ne? Das ist mehr so meine Welt. Die Nummer 13. Ein kleiner Alltagshelfer für die wichtigsten Erledigungen. Das ist safe ein Produkt, was wir letztes und ich glaube sogar auch vorletztes Jahr drin hatten. Things to do. Also da kann ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr euch eine schöne To-Do-Liste holen wollt, schaut bei Özlem vorbei. Die hat ja den Ella Nelo Shop. Die hat eine ganz, ganz tolle To-Do-Liste, die To-Do-Lem heißt bei sich im Shop. Tausendmal schöner als sowas. Ernsthaft. Okay. 14. Die ist hier unten. Verschaffen Sie sich mit Nachdruck Gehör. Ach, das ist aber praktisch. Ja, erinnert mich ein bisschen an Titanic, ne? Das ist halt so eine Flöte, ne? Das, wenn dann irgendwie man um Hilfe rufen möchte, kannst du halt da reinpusten. Ist ganz witzig. Ich habe aber auch irgendwie so, also ganz ehrlich, wenn ich in Gefahr bin, dann versuche ich halt auch natürlich generell zu schreien. Ich habe auch ein derbes Organ. Aber ich glaube weniger, dass ich dann in der Tasche rumgrabbeln würde oder am Schlüsselbund und mir diese Flöte schnappen würde. Das, was ich mal gehört habe, ist, dass man dir direkt Leute ansprechen sollte. Hey, Sie in der gelben Jacke, ne? Hilfe oder sonst irgendwas. Das macht eigentlich am meisten Sinn. Sowas ist halt irgendwie ganz okay, ne? Gibt einem vielleicht irgendwie innerlich ein bisschen Sicherheit. Aber ob es dann wirklich hilft und einen Angreifer abwehrt, sei mal dahingestellt. So, 15 habe ich hier an der Seite. Parfüm, Desinfektion und Co. einfach dabei. Ach, schön. Nee, sowas finde ich gut. Ist das aus Hartplastik wahrscheinlich? Aber sowas finde ich super. Also, das ist so ein Refill-Gedönsen. Da kannst du dann dein Lieblingsparfüm reinmachen oder was auch immer, ne? Und hast es dann immer mit dabei. Das fühlt sich voll angenehm an. Ne, das ist Glas, das ist Milchglas. Super, sowas gebrauche ich auch tatsächlich immer. Bestes Produkt bislang. Die Nummer 16 ist direkt daneben. Huch, das Schloss öffnet bei 000, eigenen Code vergeben. Achso, wie man dann halt entsprechend dieses Schloss einstellt. Ach, das ist aber auch cool. Ja, es ist so ein Zahlenschloss, ne? Das befindet sich hier drin. Auch sowas, eine praktische Sache, kann ich mir gut vorstellen, wenn man irgendwie im Fitti ist oder so, dass man halt sowas mit dabei hat. Doch, ist gut. Als Fahrradschloss vielleicht ein bisschen zu klein. So, 17. Das ist jetzt eine Woche vor Heiligabend. Der Wahnsinn in Tüten. Okay, hält bombenfest an jedem Smartphone-Rücken. Das hatten wir letztes Jahr auch drin. Das ist ja halt so ein Klebeding. Kannst du hinten an dein Handy dran machen, ne? Und hast dann hier diesen Ring. Ist auch praktisch. Also ich habe ja auch tatsächlich hier so ein Popsocket-Gedönsen. Ich finde Popsocket an und für sich mittlerweile ein bisschen praktischer als so ein Ring. Aber das ist, glaube ich, auch eine absolute Geschmackssache. Ne? So, 18. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Die ist schön groß und verheißungsvoll. Mal gucken, was wir hier drin finden werden. Fühlt sich weich an, als wäre hier ein Kissen drin. Radiert Schmutz einfach aus. Wie geil ist das denn? Jetzt kommt die Hausfrau raus, ich sag's euch. Das ist so ein Schmutzradierer. Den kannst du auch super verwenden, wenn du dreckige Sneaker hast, so weiße Schuhe. Ne? Einfach drüber machen und dann werden die richtig schön sauber mit ein bisschen Wasser. Und ja, kannst du auch für Raufasertapete verwenden oder so, wenn du so Umzugsgedönsen da hast, ne? Das wegmachen möchtest. Richtig, richtig praktisch. Das ist cool. So, die Nummer 19. Haben wir hier oben.
für die Flasche Wein am Strand. Ich glaube, auch das hatten wir letztes Jahr im Männer-Adventskalender drin. Bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Das ist halt so ein sehr, sehr praktisch. Eine Weinöffner- und Flaschenöffner-Geschichte. Mini-Taschenmesser. Nein, das ist eine Mini-Säge. Wie geil. Ja, und halt hier ein Korkenzieher mit dabei. Finde ich gut. Das ist wirklich praktisch. In einem wunderschönen Aubergine-Tönchen beschwere ich mich nicht. Das ist auch, glaube ich, eines der hochwertigsten Teile, die wir hier im Adventskalender auch so finden. 20. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Die haben wir hier. Für Highlight-Momente. Was ist das? Bist du eine Kerze? Nein, das ist ein Textmarker. Hä? Ein bisschen übertrieben groß, würde ich mal so sagen. Du hast hier vorne so einen Mini-Textmarker und einfach eine riesige Verpackung. Okay, kann man auf jeden Fall gut greifen. Das ist der Pluspunkt daran, ne? Okay, kann man gebrauchen. Sehr, sehr fancy. Sehr, sehr fancy. Okay, 21 haben wir hier. Hier haben wir einen E-Book-Gutschein in fremden Betten. Das ist natürlich so ein kleiner, würde ich mal sagen, gegenteiliger Gutschein dann zu dem, was wir vorher hatten. Mit diesem, die Frauen von Claire Valley haben wir jetzt hier in fremden Betten. Ja, auch ganz süß. Auch das bis 28.02. gültig. Hier steht 2023. Ich glaube, die haben hier einen Tippfehler gemacht. Weil hinten haben die ja drauf geschrieben bis 2024. Ich glaube, in diesen Gutscheinviechern sind Tippfehler drin. Mensch, Leute, was soll das denn? Okay, 22, die zweite und letzte Schnapszahl ist hier. Ich glaube, das hatten wir auch irgendwie letztes Jahr drin. Die 80er sind zurück, viel Spaß beim Kombinieren. Ja, so ein Zauberwürfel, ne? Ist fancy, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Vor allem, weil das wirklich, also hier sind diese Viecher da draufgeklebt, also das ist halt jetzt nicht so hochwertig, ehrlich gesagt. Okay, kann man Spaß mit haben, wenn man möchte. Nummer 23, der Tag vor Heiligabend. Da bin ich gespannt, was uns da erwarten wird. Huch. Nie wieder Kratzer in der Brille. Ja, ein Brillenetui. Das ist auch nicht verkehrt, kann man sicherlich auch für andere Produkte zweckentfremden, so ein kleines Säckchen, ne? Ist hübsch, ist süß, kann man sicherlich gebrauchen. Und jetzt kommen wir zum Highlight des Ganzen. Trommelwirbel für die Nummer 24. Spieglein, Spieglein in der Hand. Also in der Nummer 24 einen Spiegel reinzumachen, finde ich jetzt sehr interessant, um das mal so zu sagen. Taschenspiegel sind nämlich in anderen Adventskalendern tatsächlich ein absolutes Füllprodukt. Aber gut, ja. Wir haben hier so einen Klappspiegel, der einfach schlicht weiß von außen ist. Sehr schlecht aufgeht. Okay. Sind auch nicht zwei verschiedene Größen. Das ist einfach beides einmal Vergrößerung, ne? Kann man gebrauchen. Ist okay, aber da hätte ich jetzt wahrscheinlich eher so in der Nummer 24 vielleicht so ein Weinvieh oder sowas drin gesehen. Aber na, das ist jetzt einmal der komplette Inhalt von dem Adventskalender. Ich bin ehrlich, ich finde, in den Jahren haben die sich tatsächlich qualitativ ein bisschen gemacht. Also ganz am Anfang, als ich das erste Mal diesen Franzis Adventskalender ausgepackt habe, habe ich gedacht, ich packe alles zusammen und schmeiße alles in den Müll. Jetzt mittlerweile haben wir nur noch zwei E-Books bzw. zwei Gutscheine hier drin. Und es sind ein paar Doppelungen zum letzten Jahr drin enthalten, aber an und für sich haben wir hier auch wirklich, ups, das ein oder andere sinnvolle Produktchen gefunden. Ne? Ja, was der Adventskalender dann tatsächlich werttechnisch wert ist, weiß ich nicht. Das sind halt alles so Sachen, die dann in Masse gekauft werden. Das ist jetzt nicht irgendwie super individuell gestaltet oder sowas, ne? Ihr wisst, was ich meine, aber ja, für den Spaß ist es 29,99 vielleicht wert, ne? Manche, wie gesagt, sinnvolle Produkte dabei, aber manches ist halt auch relativ, brauchst du jetzt nicht unbedingt, ne? Trotzdem würde ich den nächstes Jahr kaufen, einfach weil investigativer Adventskalender-Journalismus einfach eins meiner Herzensangelegenheiten ist. Falls euch der Adventskalender aber interessiert, dann schaut gerne in der Infobox vorbei, da habe ich euch den Link reingesetzt. Gibt's bei Weltbild, ne? Wie gesagt, 29,99. Und dann wäre es das hier gewesen. Ja, wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.